Das könnte viele Millionen bringen. Das Auktionshaus im Kinski präsentiert Donnerstagvormittag ein Spätwerk Gustav Klimts, das als verschollen galt und dieses Jahr versteigert wird. Das Porträt Fräulein Lisa. Das verschollen geglaubte Klimt-Gemälde Fräulein Lisa ist in einem Privatbesitz wieder aufgetaucht. Das Frauenporträt von 1917 wird im Zuge eines Restitutionsvergleichs in Wien versteigert. Vor der Entdeckung war das Gemälde nur aus einer Schwarz-Weiß-Aufnahme aus dem Jahr 1925 bekannt. Das Bild wurde von Gustav Klimt nie vollendet, weshalb es auch keine Signatur gibt. Das Bildnis Fräulein Lisa gehört zu den letzten von Gustav Klimt geschaffenen Werken und es ist wohl eines der schönsten Bildnisse aus seiner späten Schaffensperiode. Viele Jahrzehnte lang befand sich dieses bislang verschollen geglaubte Gemälde im Verborgenen in österreichischem Privatbesitz. Das Bild ist in den Œuvre-Katalogen der Gemälde Gustav Klimts dokumentiert. Völlig unklar war bis vor kurzem die Farbgestaltung des Gemäldes und erst jetzt vor dem Original kann man erstmals die leuchtenden Farben des Bildes sehen. Beispielhaft zeigt dieses Werk die koloristische Intensität, die Klimts Palette im Spätwerk auszeichnet. Als Gustav Klimt diese junge Frau im Jahr 1917 malerisch verewigt hat, war sie noch keine 20 Jahre alt. Im ersten Œuvre-Katalog der Gemälde Gustav Klimts 1967 publiziert, wurde die dargestellte Fräulein Lisa tituliert. Die Familie Lisa gehörte zum Kreis des wohlhabenden Wiener Großbürgertums, in dem Klimt seine Auftraggeber und Mäzene fand. Das Fräulein Lisa bekommt, bevor es am 24. April für geschätzt 30 bis 50 Millionen Euro versteigert wird, seinen allerersten Auftritt in der Öffentlichkeit und das im Palais Liechtenstein in Wien. Wen Gustav Klimt abgebildet hat, ist aber nicht klar. Bisher ging die Klimt-Forschung davon aus, dass es der Adolf Lisa war, der Klimt mit einem Porträt seiner 18-jährigen Tochter Konstanze Margarete beauftragt hat. Unsere Recherchen zur Geschichte und Provenienz haben jedoch nun auch die Möglichkeit eröffnet, dass Klimts Modell ein anderes Mitglied der Familie Lisa gewesen sein könnte. Auch in welchem Besitz das Bildnis lange war, ist nicht nachweisbar. Also wir haben, über das kommen wir nicht hinweg, wir haben zwischen 1925 und etwa 60er Jahren ein Loch. Trotzdem sorgt der Fund für Schlagzeilen. Vor der Versteigerung geht das Klimt-Bild auf Reisen. Auf einer Präsentationstour wird es Interessenten in der Schweiz, in London, Hongkong oder auch Tokio präsentiert. Auch zu diesen Projekten, die wir im Kopf haben und vorbereiten, kann ich nicht allzu viel sagen im Augenblick. Sie müssen verstehen, dass die Fristen einfach wahnsinnig kurz sind. Und wir im Kopf haben dieses Gemälde an Orten in Europa und auch in Südostasien zu präsentieren. Sicher sind Präsentationen, aber Daten kann ich Ihnen auch noch nicht nennen, in Zürich und in Genf, wo wir dieses Bild einer großen, breiten Öffentlichkeit, internationalen Öffentlichkeit präsentieren wollen, jeweils auch in spektakulären Rahmen, sodass das Gewicht dieses Bildes auch von dem Rahmen begleitet wird, den wir dafür suchen. Nachdem das Bildnis lange im Privatbesitz in Wien war, wurde es nun für die Auktion übergeben. Ich habe also gewusst, woran ich bin. Ich bin dann, habe mit dem Menschen einen Termin ausgemacht und bin dann gemeinsam mit Herrn Kovacek hingefahren, um das Kunstwerk zu besichtigen, um festzustellen, ob es das ist, was der damals noch Nicht-Eigentümer vermutet hat. Es kam, es war relativ schnell sichtbar und das war's. Also, Sie sehen, solche Klimts laufen einem ganz bequem zu, man muss nur warten.